Ich habe Neuigkeiten für Sie, Shepard. Captain Anderson gibt das Kommando über die Normandy ab. Das Schiff gehört jetzt Ihnen. Sie ist schnell und leise und Sie kennen die Crew. Das perfekte Schiff für einen Spectre. Behandeln Sie sie gut, Commander. Das ist nicht richtig. Die Normandy gehört Ihnen. Sie brauchen ein eigenes Schiff. Ein Spectre ist niemandem außer dem Rat Rechenschaft schuldig. Und es ist Zeit für mich zurückzutreten. Was für Hinweise haben wir? Saren ist weg. Versuchen Sie gar nicht erst, ihn zu finden. Aber wir wissen, was er will. Die Röhre. Seine Geht suchen in der ganzen Traverse nach Hinweisen. Kurz bevor der Kontakt zu unserer Kolonie im Pharos-System abbrach, wurden dort Geht gesichtet. Und sie sind auch in der Gegend von Noveria aufgetaucht. Finden Sie heraus, was Saren auf Pharos und Noveria gesucht hat. Vielleicht wissen Sie dann eher als er, wo die Röhre zu finden ist. Sonst noch was? Es gibt noch eine weitere Spur. Matriarchin Benesia, die andere Stimme auf der Aufzeichnung. Sie hat eine Tochter, eine auf die Proteaner spezialisierte Wissenschaftlerin. Wir wissen nicht, ob sie involviert ist. Aber vielleicht sollten wir sie suchen und selbst fragen. Vielleicht weiß sie etwas. Sie heißt Liara. Dr. Liara Zoni. Laut unseren Berichten hat sie eine archäologische Ausgrabungsstätte auf einer der nicht verzeichneten Belten im Artemis-Tau-Cluster untersucht. Tja, wo gehen wir hin? Liara wird unser letztes Squad-Mitglied sein. Sie ist die Asari, mit der man auch eben etwas anfangen kann. Da ich aber nicht wirklich das Bedürfnis habe, mit ihr zu spielen, also sie als Squad-Mitglied bei mir zu haben, sie ist halt die reine Biotiker darin dann. Die Asari sind eben die großen Biotiker. Da ich aber nicht wirklich das Bedürfnis habe, sie als Squad-Mitglied mitzunehmen, würde ich sagen, wir nehmen einen der beiden Planeten und zwar gehen wir mal nach Noveria. Warum eigentlich nicht? Ist eigentlich völlig egal. Wir machen sowieso alle drei Sachen. Es ist halt bloß jetzt die Reihenfolge interessant und ich glaube, es ist wirklich egal, was wir hier sagen. Wir können das dann selber aussuchen. Vielleicht kann ich vor den Geht nach Noveria gelangen. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Sie sind jetzt ein Spectre und uns keine Rechenschaft mehr schuldig. Aber Ihre Taten werden stets auf uns Menschen zurückfallen. Wenn Sie Mist bauen, muss ich ihn beseitigen. Das ist Ihr Job. Ich werde versuchen, Ihnen die Sache nicht noch schwerer zu machen, Botschafter. Das freut mich, Commander. Vergessen Sie nicht, Sie waren ein Mensch, bevor Sie ein Spectre wurden. Ich muss zu einer Besprechung. Captain Anderson kann Ihnen alle weiteren Fragen beantworten. Gut, sprechen wir noch mit Captain Anderson, bevor wir auf unser Schiff gehen. Ja, Commander? Wie geht es Ihnen? Es geht so. So hatte ich mir mein Karriereende nicht vorgestellt. Dieser Papierkram geht mir auf die Nerven. Aber Sie sind der Einzige, der Saren aufhalten kann. Ich glaube an Sie, Shepard. Wenn das bedeutet, dass ich abdanken muss, tue ich es. Erzählen Sie mir, was sich vor 20 Jahren zwischen Ihnen und Saren abgespielt hat. Es erinnert mich an die Situation vor 20 Jahren. Damals war Botschafterin Goyle unsere Repräsentantin hier auf der Zitadelle. Und wie Odina wollte auch sie, dass ein Mensch bei den Spectres aufgenommen wird. Sie hatte mich dafür vorgesehen. Der Rat schickte Saren, um mich zu beobachten und meine Leistung zu bewerten, genauso wie er Nihlus geschickt hat, um sie im Auge zu behalten. Warum haben Sie mir nicht die Wahrheit gesagt? Ich bin nicht stolz auf diese Geschichte. Ich hatte die Chance, der erste menschliche Spectre zu werden und bin gescheitert. Dafür hat Saren gesorgt. Ich glaube, ich habe ein Recht, die ganze Geschichte zu erfahren. Wir hatten Informationen über einen abtrünnigen Wissenschaftler, der von den Batarianern unterstützt wurde. Er wollte draußen im Randsektor eine Anlage bauen und illegale KI-Technologie entwickeln. Die Allianz hatte schon fast alles erledigt, aber der Rat wollte, dass ein Spectre sich die Sache ansieht. Wir schlossen einen Kompromiss. Ich bekam den Auftrag, Saren bei seinen Nachforschungen zu unterstützen. Wir fanden ihn in einer Raffinerie auf Kamala. Er war irgendwo da drin, bewacht von einer Armee batarianischer Söldner. Der Plan war einfach. Reinschleichen, den Wissenschaftler holen und wieder rausschleichen. Schnell, leise und ohne unnötiges Blutvergießen. Klingt, als wäre es nicht nach Plan verlaufen. Saren und ich trennten uns, um die Suche auszuweiten. Und irgendwann gab es dann diese mächtige Explosion im Raffineriekern. Von offizieller Seite wurde sie als Unfall deklariert. Aber ich denke, Saren hat diese Explosion ausgelöst, um die feindlichen Wachen abzulenken. Klingt nach einer Überreaktion.
Die Explosion hat die Raffinerie in Stücke gerissen. Es stand alles in Flammen. Schwarze Chemierauchwolken stiegen auf. Drinnen gab es keine Überlebenden. Ganz in der Nähe gab es ein Lager für die Arbeiter und ihre Familien. Durch das Feuer und diese Giftwolken starben mehr als 500 Leute. Fast alle waren Zivilisten. Zaren war es egal. Das Ziel war eliminiert, Mission erfüllt. Aber mir hat man die Schuld gegeben. Danach wollte niemand mehr, dass ich zu den Spectres gehe. Aber Zaren hat doch die Explosion verursacht. Warum gab man ihnen die Schuld? In seinem Bericht behauptete Zaren, ich hätte seine Tarnung auffliegen lassen. Er sagte, es wäre meine Schuld gewesen, dass uns die Wachen erwartet hatten. Dass es aus diesem Grund zu einem Massaker geworden war. Zarens Bericht reichte dem Rat und meine Chancen, jemals ein Spectre zu werden, waren dahin. Sie müssen sich keine Vorwürfe machen, Commander. Nein, ich werfe es Zaren vor. Ich denke, er wollte, dass die Dinge außer Kontrolle geraten. Er suchte nach einem Grund, um diese Raffinerie in die Luft zu jagen. Vielleicht findet er einfach Gefallen an Gewalt. Vielleicht wollte er mich nur schlecht aussehen lassen, damit ich nicht bei den Spectres aufgenommen werde. Jedenfalls hat es funktioniert. Warum haben Sie ihn damit davonkommen lassen? Wem glauben Sie, würde der Rat mehr Glauben schenken? Mir oder seinem besten Agenten? Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl dabei. Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Vielleicht hätte ich eingreifen können, bevor alles außer Kontrolle geriet. Das Einzige, was jetzt zählt, ist, Zaren aufzuhalten. Sie haben recht, Commander. Die Vergangenheit hilft uns nicht weiter. Gut, Sie haben für die Spectres gearbeitet. Das hatten wir noch nicht, oder? Ich will die Wahrheit über Sie und Zaren erfahren. Ich möchte etwas über die Mission hören, die Sie damals gemeint haben. Wir hatten Informationen über einen Okay, doch, das hatten wir schon. Der Plan war einfach. Ich drück's mal kurz weg. Einschleichen, den Wissenschaftler holen. Das Einzige, was jetzt zählt. Sie haben recht, Commander. Die Vergangenheit hilft uns nicht weiter. Gut, dann können wir uns noch ein bisschen was zu den Missionen anhören, zu denen wir aufbrechen sollen. Können Sie mir Informationen über unsere Kolonie auf Pharos geben? Der ganze Planet war einmal eine gigantische proteanische Stadt. Jetzt sind fast nur noch Ruinen übrig, aber ein Teil der Infrastruktur ist noch intakt. Die Kolonie wurde auf den Resten der proteanischen Gebäude gegründet. Nach dem Angriff der Geth haben wir den Kontakt verloren. Was wissen Sie über den Artemis-Tau-Cluster? Nicht viel. Ich war noch nie dort. Eine Handvoll Systeme mit ein paar nicht verzeichneten Welten. Aber keine richtigen Kolonien. Das könnte schwierig werden, Dr. Zoni dort zu finden. Ich rate Ihnen, die Welt mit den proteanischen Ruinen aufzusuchen. Was können Sie mir über Noveria erzählen? Auf Noveria gibt es immer Ärger. Das hat schon Tradition. Der ganze Planet ist praktisch eine Spielwiese für Unternehmen, die illegale Forschung betreiben. Seien Sie dort extrem vorsichtig, Shepard. Die einzige Zitadell-Autorität, die Noveria anerkennt, sind die Spectres. Aber sie sind nicht gerade beliebt. Ich muss jetzt gehen. Kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie Fragen haben. Gut. Haben wir auch das Gespräch mit Captain Anderson gesucht? Was denn? Eine private Andockbucht. Ich frage mich, wie viel die Allianz dafür blechen musste. Ich war echt der Meinung, hier oben hätte es auch so einen Schnellreisepunkt gegeben. Die Normandie ist beeindruckend, Shepard. Es ist eine Ehre, zu ihrer Crew zu gehören. Na dann rein mit uns, würde ich sagen, ne? Gut, wir haben unsere Aufträge gehört. Drei Orte, an die wir gehen müssen. Ein Ruinenhaufen, ein anderer Ruinenhaufen und eine Ansammlung von Instituten, in denen illegale Forschung betrieben wird. Oder private Bereit halten, Forschung. Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Ich hörte, was Captain Anderson zugestoßen ist. Überlebt hunderte Schlachten, nur um dann politischen Schiebereien zum Opfer zu fallen. Passen Sie auf sich auf, Commander. Wenn irgendwas auf dieser Mission schiefläuft, wird Ihr Kopf als nächster rollen. Captain Anderson sollte das Kommando haben. Ich fühle mich, als hätte ich ihm sein Schiff weggenommen. Der Captain wurde ausgebotet. Aber Sie hätten auch nichts daran ändern können. Wir geben Ihnen keine Schuld. Jeder auf diesem Schiff steht hinter Ihnen, Commander. 100%. Intercom ist freigeschaltet. Wenn Sie der Crew etwas sagen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Mal so eine Frage, müssten wir jetzt nicht eigentlich Captain Shepard sein? Ich meine, wir sind jetzt Captain unseres Schiffes. Aber gut, Ansprache. Auf meine Art, kurze Ansprache, die ehrliche Ansage. Hier spricht Commander Shepard. Wir haben folgende Befehle. Wir müssen Zaren finden, bevor er die Röhre findet. Ich will meine Crew nicht anlügen. Das wird keine leichte Mission. Bis jetzt wurde nur eine menschliche Siedlung in der Traverse angegriffen.
Aber Saren hat noch viel mehr vor. Seine Geth-Armeen werden nicht am Rand des Zitadellsektors verbleiben. Dies ist die wichtigste Mission, die wir alle je erlebt haben. Das Schicksal der gesamten Galaxie hängt davon ab. Wir werden Saren aufhalten. Um jeden Preis. Gut gesprochen, Commander. Der Captain wäre stolz auf Sie. Der Captain hat alles aufgegeben, damit wir diese Chance bekommen. Kein Versagen. Ja, Sir. So viel Pathos in der Rede, ist ja unglaublich. So viel Pathos, dass ich nur noch Schafskäse sehe. Gut, wir nehmen aber kurz das Fenster mit. Ah nein, es hieß ja Pathos. Entschuldigung, war ganz schlechter Wortwitz. Commander, etwa noch eine Frage? Ich glaube, mit Joker haben wir noch nicht geredet, ne? Das könnten wir eigentlich mal tun. Wie macht sich die Normandy? Ist sie so gut, wie alle sagten? Sie ist das beste Schiff der Flotte. Aber sie braucht einen Piloten, der sie auch beherrscht. Es gibt ein paar Schwierigkeiten mit der Trimmung. Man muss sich erst einmal an den riesigen Antriebskern im Heck des Schiffes gewöhnen. Ist manchmal nicht so einfach, diese Kräfte zu handeln. Ein gewöhnlicher Allianzpilot würde wohl echte Probleme mit dem Schiff bekommen, Commander. Aber zum Glück bin ich ja kein gewöhnlicher Pilot. Du bist großartig, Joker, wir wissen. Ich möchte über meine Crew Bescheid wissen. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ich weiß schon, worum es geht. Sie haben sich über mich informiert, nicht wahr? Ich werde Ihnen das Gleiche erzählen wie dem Captain. Sie wollen mich als Piloten. Ich bin nicht gut. Ich bin auch nicht großartig. Sondern der beste verdammte Kampfpilot der Allianzflotte. Warum war ich wohl der Beste an der Flugakademie? Weil ich es mir erarbeitet habe. Woher kommen wohl die ganzen Belobigungen in meiner Akte? Weil ich sie mir alle verdient habe. Ich habe sie nicht erhalten, weil ich an dieser Krankheit leide. Wovon reden Sie da? Sie sind krank? Das heißt, Sie wussten gar nicht... Ach, scheiße. Okay, ich habe das Frohlich-Syndrom. Glasknochen. Die Knochen in meinen Beinen sind nicht voll entwickelt. Im Grunde sind sie hohl. Wenn sie zu sehr belastet werden, brechen sie. Selbst mit den Krücken und Beinschienen kommt man nur mühsam voran. Ein falscher Schritt und knack. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen, Commander. Geben Sie mir die Normandy und ich lasse Sie tanzen. Bitten Sie mich nur nicht aufzustehen und zu tanzen. Es sei denn, Sie stehen auf das Geräusch brechender Schienbeinknochen. Warum nennen Sie alle Joker? Weil es viel kürzer als Flight Lieutenant Jeff Moreau der Allianz ist. Und außerdem bringe ich so gerne kleine Kinder zum Lachen. Sie weichen meiner Frage aus. Also gut, ich habe mir den Namen nicht ausgesucht. Eine meiner Flugausbilderinnen hat mich damit aufgezogen, dass ich nie lächeln würde. Also hat sie mich Joker genannt. Und dabei ist es geblieben. Warum haben Sie denn nie gelächelt? Ich habe mich voll in die Flugausbildung reingehängt, Commander. Man kommt in dieser Welt nicht voran, wenn man grinsend wie ein Idiot durch die Gegend läuft. Am Ende des Jahres war ich der beste Pilot der Akademie. Sogar besser als die Ausbilder. Und alle wussten das. Das so kränklich wirkende Bürschchen mit den dünnen Beinchen hat es allen gezeigt. Dreimal dürfen Sie raten, wer bei der Abschlussfeier am breitesten gegrinst hat. Gut. Wie sind Sie zur Allianz gekommen? Wenn Sie die Geschichte von dem kranken Jungen, der sein Schicksal besiegt hat, hören wollen, muss ich Sie leider enttäuschen. Meine Mutter hat als Zivilberaterin in der Allianz gearbeitet. Ich wuchs quasi auf der Arcturus-Station auf. Zu dieser Zeit gründeten sie gerade die Flotten. Ich habe meine ganze Jugend auf den Schiffen der Allianz verbracht. Also war es kein Wunder, dass ich zur Akademie ging. Okay, den Rest kennen wir schon. Ich muss gehen. Bis dann. Jetzt haben wir also erfahren, was es mit Joker auf sich hat. Er ist zwar ein verdammt guter Pilot, der auch unglaublich von sich überzeugt ist, was aber einfach daran liegt, dass er es sich erarbeitet hat, denn er musste irgendwie seine Schwäche überwinden, die er durch seine Krankheit hat, durch die Glasknochenkrankheit. So, und das wird noch interessant werden im zweiten Teil mit der Glasknochenkrankheit, denn das wird ihm vor ein paar Probleme stellen. Drüben haben wir niemanden mehr, aber wir können auch mit dem Navigator sprechen. Hallo? Presley? Dann nicht, wenn du nicht willst. Okay, wir machen einen ganz kurzen Rundgang über das Schiff. Wir kennen das Schiff ja bereits, aber wir können nochmal mit der Crew sprechen und können über unsere Gefährten noch ein wenig erfahren. Ich würde sagen, wir fangen ganz unten an und arbeiten uns nach oben vor. Ganz unten sollten wir, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, im Maschinenraum Tali treffen und hier im Vorbereitungsraum Garrus und Rex. Während oben eben dann die beiden Menschen sind, die wir ja schon kennen.
So, zu dir brauchen wir noch nicht gehen. Wir haben einfach kein Geld, um irgendwas zu kaufen. Fangen wir im Maschinenraum an.